Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch und ich habe mich selbst daraus befreit. Meine Strategien hierzu teile ich in meinen Coachings und Videos. Willkommen zum heutigen Thema, die Doppelmoral des Narzissten. Wir sehen uns heute eine konkrete Formulierung von Narzissten, anderen persönlichkeitsbeeinträchtigten und auch passiv-aggressiven Menschen an. Ihr könnt damit alle dieser Verhaltensweisen identifizieren und euch daraus mit entsprechenden Handlungsableitungen am Ende des Videos euren Frieden herausverhandeln, den ihr verdient habt. Diese Formulierung, die von Narzissten und anderen gerne verwendet wird, ist: Wer hat dich denn verletzt? So, wir gehen zwei Szenarios durch, Ladies and Gentlemen. In einem wird diese Frage, wer hat dich denn so verletzt, an euch gestellt, vom Narzissten gegenüber euch. Im anderen wird sie nicht verbalisiert, sondern gedanklich vom Narzissten an sich selbst gestellt. Diese zwei Szenarios sind in Unterscheidung wichtig, weil sie zwei verschiedene Ziele verfolgen in der Interaktion zwischen euch und eurem Narzissten, eurer Narzisstin. Zum dritten Punkt sehen wir uns ein Gedankenexperiment aus der Quantenphysik an, die sogenannte Schrödingers Katze. Was diese mit der Formulierung der Frage, wer hat dich denn verletzt, zu tun hat, wird am Ende des Videos klar. Also Hirn einschalten, dranbleiben, dann löst sich das Ganze auf, um wirklich dieses Thema zu verdeutlichen, damit ihr eben nicht von Narzissten mit solchen Fragen in die Ecke gedrängt werdet, in den Rechtfertigungsmodus verfallt und dergleichen, sondern einfach wirklich mal erkennen, gesehen, erkannt, klare Grenzen gesetzt. Und dann am Ende des Videos folgen konkrete Handlungsableitungen für euch in eurem Leben, im Umgang mit eurer Narzisstin, eurem Narzissten. Szenario Nummer 1. Ihr befindet euch in einer Diskussion mit meinem Lieblingsnarzissten, mit Jeff. Und ihr habt zur Abwechslung mal einen zivilen Diskurs mit ihm. Und ihr tauscht Argumente aus und vertretet eure Standpunkte, seid offen voneinander. Und du bist offen, ihr seid offen zu lernen, Jeff weniger. In der Natur seines Wesens und zwischendrin, also ihr schildert einen Handlungsplan, etwas, was ihr vorhabt, ein Projekt, ein Jobwechsel, eine Idee, wie auch immer, und schildert objektive Kriterien dazu und implizit, ein bisschen verdeckt, kommt dabei auch raus, dass ihr durchaus eine emotionale Motivation habt, um das tun zu wollen. Jeff wechselt auf einmal die Arena vom zivilen Diskurs hin zum angehenden persönlichen Angriff euch gegenüber, Ladies und Gentlemen, und fragt: Wer hat dich denn verletzt, Anna? Wer hat dich denn verletzt, Thomas? Was ist die Absicht hinter dieser Frage? Im Regelfall sind im Vorfeld dem guten Jeff die Argumente ausgegangen. Deswegen muss er jetzt an den Mensch ad hominem in den persönlichen Angriff euch gegenüber gehen und versucht mit der Formulierung der Frage, wer hat dich denn verletzt, dich zu gaslighten, dass du daran zweifelst, wer hat mich denn verletzt? Ja, da fallen uns doch alle ein paar Leute ein, Ladies and Gentlemen, das ist das Leben, das gehört dazu. Die Frage ist, was wir daraus machen, und ihr habt vorher Jeff gegenüber gerade etwas Konstruktives geschildert, was ihr daraus machen wollt. Also ja, ihr seid emotional motiviert, aber er versucht, eure objektiven Themen dergestalt zu invalidieren, als dass eure emotionale Motivation dazu ganz und gar nicht sinnvoll ist. Ihr habt das anscheinend nicht gut durchdacht, Ladies und Gentlemen. Das ist der Invalidierungsversuch, wenn ihr die Frage von eurem Narzissten, eurer Narzisstin gestellt bekommt, wer hat dich denn verletzt? Szenario Nummer 2. Ihr habt zur Abwechslung einen zivilen Diskurs mit meinem Lieblingsnarzissten Jeff. Jeff verliert mal wieder die Geduld für objektiven, konstruktiven Ideenaustausch
und fühlt sich auch mal wieder gerade nicht so wahnsinnig mächtig, also versucht er da wieder was Neues herzustellen und wirft euch einfach ein paar Manipulationsversuche, Gaslighting-Versuche und dergleichen hin. Und ihr wollt jetzt eure Grenze setzen und teilt ihr mit, Jeff, wenn du so bist, du weißt, ich fühle mich nicht gut dabei, du weißt, das tut mir weh, wenn du A sagst, B sagst, C tust, wie auch immer. Und jetzt passiert der magische Moment, in dem ihr die Worte, wer hat dich denn verletzt, nicht hört, aber ihr könnt es in Jeffs Gesicht mehr oder weniger ablesen, dass sie gedanklich von Jeff an sich selbst gestellt werden. Jeff stellt sich im Sekundenbruchteil diese Frage deswegen selbst, weil er jetzt damit versucht, sich selbst und sein Handeln, auch wenn ihr euch dabei schlecht gefühlt habt gerade eben, zu validieren, zu rechtfertigen. Denn er bringt jetzt hervor, dass seine Mutter mit ihm einen Umgang hatte und den hast du mit ihm auch gerade. Und du musst doch wissen, dass ihn das triggert, dass ihn das verletzt und er ist halt so. Also hast du das zu akzeptieren. Die Absicht, mal wieder hinter dieser gespielten Opferkarte mit dem schnellen Finger am Abzugshahn für diese Reaktion, der Schnellschuss mal wieder beim Narzissten. Diese selbstgestellte Frage, wer hat dich denn verletzt, zu belegen mit schlechten Erlebnissen aus seinem Leben, die im Szenario 2 Kontext eine scheinbar pauschale Rechtfertigung darstellen sollen, für Jeff sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Und du, ihr Ladies und Gentlemen, habt das eigentlich gefälligst zu verstehen, denn ihr seid ja eigentlich hier die kleinen Täterchen. Und er ist halt, wie er ist. Nun, was hat das Ganze mit dem Gedankenexperiment von Schrödingers Katze zu tun? Wir haben diese beiden Szenarios. In einem wird die Frage, wer hat dich verletzt, an euch gestellt. Im anderen stellt sie der Narzisst sich gedanklich selbst. Ja, könntest du mal kurz bitte. Schrödingers Katze. Ein Gedankenexperiment aus der Quantenphysik. Ja. Stellt euch folgendes Setting vor. Es mag jetzt vielleicht, insbesondere weil Lea gerade hier ist, ein kleines bisschen makaber in der Hälfte der Geschichte klingen, aber es ist ein reines Gedankenexperiment. Ihr stellt euch folgendes vor. Wir haben einen Apparat, eine Kiste, die blickdicht ist. Eine metallene Box. In dieser metallenen Box befindet sich eine Katze sowie ein instabiler Atomkern, der nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit, einer unbekannten Wahrscheinlichkeit, zerfallen kann, aber das nicht muss. Also die Katze, den Atomkern, einen Geigerzähler, der die Radioaktivität in dieser Räumlichkeit misst, der momentan nicht anschlägt, weil der Atomkern stabil ist, werden wir reinschauen. Und zum dritten eine Apparatur mit Nervengas. Sobald der Geigerzähler anschlägt, weil er den Zerfall des Atomkerns bemerkt, löst das Giftgas aus, das Giftgas wird freigesetzt und das Tierchen wird sozusagen das Leben wird beendet. Diese Apparatur wird nun geschlossen. Es ist nicht bekannt, was darin vor sich geht. Und in diesem Gedankenexperiment aus der Quantenphysik gibt es jetzt zwei Zustände der Katze. Die Katze lebt, weil der Atomkern stabil bleibt, nicht den Geigerzähler auslöst, der nicht das Nervengas freisetzt, das nicht die Katze tötet. Und der zweite Zustand, die Katze ist tot, weil der Atomkern zerfiel, der Geigerzähler anschlug, das Nervengas freisetzte und die Katze ihr Leben lassen musste. In dem Moment, so dieses Gedankenexperiment, dieses Paradoxon, kurz gesagt dieser Widerspruch zweier Zustände, wenn zwei Zustände möglich sind, ist auch die kohärente Überschneidung dieser beiden Zustände ein eigener Zustand. Das heißt, in diesem Gedankenexperiment, solange wir das Ergebnis nicht kennen, solange wir keine Messung und Beobachtung vornehmen, ist die Katze gleichzeitig lebendig und tot in dieser Schrödingers Katzenbox. Was hat das mit unserem Beispiel jetzt zu tun? Abschließend zu Schrödingers Katzenbox. Wir öffnen nun, denn erst in dem Moment,
wo wir eine Beobachtung und Messung vornehmen können, wird dieser überlappende Zustand zu einem der beiden anderen. Lebt die Katze noch oder nicht mehr? Wir tauschen jetzt in diesem Experiment, um uns wieder dem Thema, um auf das Thema auch wieder zurückzukommen, die Doppelmoral des Narzissten, tauschen wir die Katze aus durch die Formulierung, wir stellen die Formulierung, wer hat dich denn verletzt, in diese Box und machen zu. Die Kiste ist geschlossen und die Formulierung anstatt der Katze, die Formulierung, wer hat dich denn verletzt, hat nun zwei mögliche Zustände. Zustand 1. Wer hat dich verletzt? Wer hat dich denn verletzt? Hat den Zustand, dich zu invalidieren, jegliche deiner emotionalen Motivationen als negativ und unreif zu bewerten und sämtliche objektiven Zusatzkriterien gänzlich vom Tisch zu wischen. Du hast das wohl nicht ganz durchdacht. Du bist emotional motiviert und das macht es zu einer schlechten Idee, denk nochmal drüber nach. Und es möge dir auch zu verstehen geben, dass du in den Augen des Narzissten vielleicht ein kleines bisschen doof bist. Das machen sie auch gerne. Das ist Zustand 1 von Wer hat dich verletzt? In Schrödingers Wer hat dich verletzt Box. Zustand Nummer 2 ist Wer hat dich so verletzt? Als selbstgestellte Frage beim Narzissten, um sich selbst die eigenen Motivationen, die Emotionen, die Stimmungen und die Handlungen zu validieren und zu rechtfertigen. Der eine Zustand, dich zu invalidieren, dir jegliche Rechtfertigung zu nehmen. Der zweite Zustand, sich selbst jegliche Rechtfertigung zu geben und sich selbst zu validieren. Und solange wir nicht in diese Kiste blicken können, ob der Atomkern zerfallen ist, den Geigerzähler ausgelöst hat, das Nervengas dadurch freigesetzt wurde und die Formulierung, wer hat dich so verletzt, nun entweder zu Zustand 1 bewegt, dich zu invalidieren oder bei Zustand 2 zu belassen, wenn der Atomkern stabil bleibt, damit sich der Narzisst selbst validieren kann. Das sehen wir nicht, das wissen wir nicht. Das heißt, zur selben Zeit sind in der Formulierung, wer hat dich so verletzt, beide Zustände zur gleichen Zeit existent. Nun entscheidet jedoch nicht der Zufall, ob dieser Atomkern zerfällt oder nicht. Diese Entscheidung trifft einzig und allein der Narzisst euch gegenüber. Der entscheidet, ob er Zustand 1 verursachen möchte, um euch zu invalidieren und euch jegliche Rechtfertigung für das, was ihr gerade mitgeteilt habt, zu nehmen und zu entziehen, oder ob er Zustand 2 möchte, sich selbst zu validieren, sich selbst jegliche Rechtfertigung zu geben für das, was er tut und wonach er handelt, oder sogar beides zur gleichen Zeit. Der Narzisst kann es sogar besser als in dem Gedankenexperiment zu Schrödingers Katze. Was macht ihr also damit, wenn ihr diese Frage, wer hat dich denn so verletzt, gestellt bekommt oder sie bei den Gedanken eures Gegenübers wahrnehmt und durch Spielen der Opferkarte anscheinend euch gegenüber jegliche Rechtfertigung da sei, sich zu verhalten, wie er oder sie sich verhält und ihr habt das gefälligst zu schlucken. Step 1, ihr hinterfragt bitte jedes Mal in euren Gedanken, welche Motivation in dieser Frage verortet ist. Es mag durchaus sein, in ein paar wenigen Fällen, dass euch jemand diese Frage stellt, aus ehrlichem, authentischem Interesse, um euch besser zu verstehen. Fein, wunderbar. Es gibt aber auch in der Mehrheit der Fälle diejenigen Leute, die einfach versuchen, euch zu invalidieren. Und in diesem Fall, in beiden Fällen, habt ihr jetzt sofort eure eigene Antwort darauf, inwieweit ihr eure Validierung, eure Aufmerksamkeit und eure Zeit für diese Person anpasst und vielleicht sogar auch gänzlich den Hahn abdreht. Ihr könnt auch, wenn ihr diese Frage mal gestellt bekommt, das nächste Mal gestellt bekommt, einfach mal anfangen, diese Person auszulachen
und mal sehen, was passiert. Hier wird es auch wieder einen Stimmungsausbruch geben, denn wie könnt ihr das Ganze nicht ernst nehmen? Es wird nämlich meistens in salbungsvollem Ton und ein bisschen besorgter Miene wird euch die Frage gestellt, wer hat dich denn so verletzt? Aber eigentlich ist das natürlich nur aufgesetzt für, ich will dich invalidieren. Ladies and Gentlemen, sehen, erkennen, auflösen und anpassen, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit und Validierung ihr dieser Person schenkt. Es ist eure Zeit und die habt ihr verdient, sie mit Schönem zu füllen und mit reifen, erwachsenen, gesunden Menschen zu verbringen. Und eben nicht euch darauf einzulassen, wie es um die Doppelmoral des Narzissten bestellt ist. Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.